Heute erhöhen wir die Wachstumserwartung für Deutschland moderat auf 0,3%. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir immer noch strukturelle Aufgaben zu lösen und zu machen haben. Gerade wenn man sich das Potenzialwachstum und das Produktionspotenzial anschaut, müssen wir so hart formulieren, Deutschland ist abgefallen in der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Ländern. Der Druck wird sicherlich immer größer. Also wir haben sehr viele Baustellen. Wenn wir die nicht konsequent angehen, dann werden wir Wohlstandsverluste in Kauf nehmen müssen. Also die Flucht, die muss nach vorne stattfinden. Die Flucht nach vorn oder in anderen Worten mehr Fortschritt wagen? Das kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Mehr Fortschritt wagen, mit diesem Motto war die Ampel angetreten, 2021. 3 Jahre später stagniert die deutsche Wirtschaft. Willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu diesem Phoenix Plus. Wie geht es der deutschen Wirtschaft wirklich? Das wollen wir heute untersuchen, denn die Signale sind ja mitunter widersprüchlich. Das Wachstum leidet, gleichzeitig ist der DAX im Dauerhoch. Es gibt internationale Investitionen, gleichzeitig wandern Unternehmen ab. Sind wir inzwischen also wirklich der kranke Mann Europas oder fehlt es einfach am richtigen Rezept? Wir starten mit der Diagnose. Es steht nicht gut um die deutsche Wirtschaft. Da sind sich die 5 führenden Wirtschaftsinstitute einig. Derzeit bewegt sich die Wirtschaftsleistung auf einem Niveau, das nur hauchdünn über dem vor der Pandemie liegt. Insgesamt gab es außen- wie binnenwirtschaftlich mehr Gegen- als Rückenwind. Waren die Institute in ihrer Prognose im vergangenen Herbst noch von 1,3% Wachstum ausgegangen, erwarten sie nun für das laufende Jahr nur noch ein Mini-Wachstum von 0,1%. Das harte Urteil der Experten, die Politikunsicherheit sei in Deutschland größer als in anderen Ländern, die Ampelregierung habe keinen wirtschaftspolitischen Konsens, man spiele auf Sicht. Dann sind es immer wieder die 3 großen D, also Demografie, Digitalisierung und Dekarbonisierung. Das sind die großen Baustellen, die strukturell die langfristige Entwicklung der deutschen Volkswirtschaft prägen. Und in all diesen 3 Bereichen haben wir eigentlich große Politikmängel. Ein Punkt, den wir auch im letzten Gutachten schon betont haben, ist, dass die Bundesregierung ja mit der Art ihrer Wirtschaftspolitik eben durch Subventionen ihre Ziele zu verfolgen, auch den falschen Weg eingeschlagen hat. Quo vadis, deutsche Wirtschaft? Die Bundesregierung ist mit Subventionen falsch abgebogen, sagen die 5 führenden Wirtschaftsinstitute. Also Route neu berechnen und nachfragen. Wir machen das bei Volker Dreyer, dem stellvertretenden Hauptgeschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Herr Dreyer, ich grüße Sie. Guten Tag. Ja, was braucht die deutsche Wirtschaft jetzt am dringendsten, um wieder ans Laufen zu kommen? Die deutsche Wirtschaft braucht insbesondere bei der Bürokratie einen Befreiungsschlag. Laut Berechnungen des von der Bundesregierung eingerichteten Normenkontrollrats sind bürokratische Belastungen mittlerweile in Höhe von 65 Milliarden Euro Lasten auf der Wirtschaft jährlich. Das ist eine Menge. Dahinter steckt auch, dass die Fülle, die Vielzahl von Auflagen, das Berichtspflichten gerade mittelständische Unternehmen sehr in den Beschlag nehmen, dass Unternehmen wenig innovieren. Wir haben bei unseren Umfragen im Moment auch von den innovationsstarken Unternehmen, dass fast ein Drittel der Unternehmen sagen, wegen Bürokratie machen wir Forschung und Entwicklung im Ausland, ein neuer Höchstwert. In der letzten Umfrage waren das erst 25%. Also das ist ein Beispiel, aber auch die Steuerbelastung, die Energiekosten, der Fachkräftemangel sind in Deutschland Probleme, die stärker und größer sind als an anderen Standorten. Schauen wir gemeinsam kurz auf das, was die Bundesregierung ja inzwischen auf den Weg gebracht hat, das Wachstumschancengesetz. Von 7 Milliarden Euro, so war das ja ursprünglich mal gedacht, blieben nach Verhandlungen noch 3 Milliarden Euro übrig. Dafür soll es Steuererleichterungen für Unternehmen geben, beschleunigte Genehmigungsverfahren und stärkere Förderung von Forschungsprojekten. Herr Dreyer, was schadet der deutschen Wirtschaft denn eigentlich mehr? Dass es nur so kleine Tippelschritte sind oder dass der Weg auch zum Zustandekommen dieses Gesetzes so steinig und lang war?
Es ist beides. Die Belastungen sind an vielen Stellen viel höher, als die 3 Milliarden jetzt an Entlastungen versprochen werden. Und das lange Hin und Her, bis es endlich zu diesen 3 Milliarden jetzt gekommen ist, hat auch den Glauben reduziert bei vielen Unternehmen, dass es hierzulande wirklich noch was wird. Wir haben ein Desaster erlebt bei der Energiepolitik die letzten 2 Jahre, natürlich nicht immer nur selbstverschuldet seitens der Bundesregierung, sondern aufgrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Ja, mit Entlastungen, mit Fragen, welche Subventionen können Unternehmen erhalten. Dann gab es große Auflagen für die Unternehmen, bis sie dann solche Hilfen tatsächlich dann in Anspruch nehmen dürfen. Viele Unternehmen sagen dann auch angesichts der steigenden Bürokratie an vielen Stellen, neue Gesetze und Auflagen kommen dazu, alte werden nicht abgeschafft. Jetzt ist es hier doch, jetzt reicht es und das Fass ist zum Überlaufen gekommen und sagen, ja, dann breche ich die Zelte ab und mache es woanders. Verbote zum Beispiel im Automobilbereich geben ein Übriges. Und wir haben bei unseren Umfragen so viele Unternehmen, Industrieunternehmen, die im Ausland investieren wollen, wegen heimischer Kostenbelastung wie noch nie. Also die 3 Milliarden sind deutlich zu wenig. Lassen wir uns dann mal kurz auf den Automobilbereich schauen. Das ist ja ganz interessant. China überschwemmt den Markt mit billigen E-Autos. Die sind hoch subventioniert. Das ist aber nur der eine Punkt. Denn inzwischen gelten die chinesischen Hersteller ja auch als innovativer als deutsche Autobauer. Also wenn wir da mal in Richtung Wirtschaft gucken, haben Industrie womöglich zusammen mit der Politik da in der Vergangenheit geschlafen und sich zum Beispiel zu lange am Verbrenner festgebissen? Naja, wir haben in der deutschen Wirtschaft mit dem Verbrenner natürlich viele Überschüsse erzielt und mit dem Zeitpunkt, dass der Verbrenner aus in der Europäischen Union kommt, ist im Übrigen in keiner anderen großen Wirtschaftsregion eine solch drastische Maßnahme erlassen worden, ist auch bei Verbraucherinnen und Verbrauchern die Unsicherheit gestiegen, welches Auto soll ich denn mir jetzt anschaffen, wenn ich ein neues brauche. Und die Ladeinfrastruktur ist an vielen Stellen noch nicht so weit, dass sie die Konsumenten wirklich zufriedenstellt und zu dem elektrobetriebenen Auto und batteriebetriebenen Auto greifen lässt. Also es ist nicht nur eine Frage einer vielleicht zu langen Investitionszurückhaltung bei Unternehmen. Wir haben hervorragende Marken. Ja, es ist auch eine Frage der Regulierung. Und wenn die Unternehmen in die USA gehen, dann sind dabei viele Zulieferunternehmen, die im Bereich von Verbrenner Expertise haben und sagen, in der Zwischenzeit produziere ich dann zumindest in den USA, wo diese Technologie noch erlaubt ist. Volker Dreyer, ich danke Ihnen für diese Expertise heute. Sehr gerne. Ja, und schauen wir jetzt noch auf einen weiteren Aspekt, ein wichtiges Wirtschaftspuzzleteil, die eigentlichen Macher, nämlich die Arbeitskräfte. Und auch hier gibt es scheinbar widersprüchliche Signale. Fachkräftemangel einerseits, es fehlt Personal, gleichzeitig werden Jobs abgebaut, und zwar massiv. 8.000 Stellen gestrichen bei SAP, 3.700 bei Bosch, Jobabbau bei Bayer, der Deutschen Bank. Die Liste ließe sich beliebig fortführen. Die Unternehmen, sie spüren den Druck, hohe Energiekosten, hohe Zinsen, hartnäckige Inflation. Und die Angestellten, die gehen auf die Straße. Demonstration in Friedrichshafen im Januar. Die Beschäftigten der Zahnradfabrik, kurz ZF, sorgen sich um ihre Zukunft. Der Autozulieferer will Werke schließen, Stellen streichen. So wie viele andere deutsche Unternehmen auch. Der Autozulieferer Continental, der Chemiekonzern Bayer, die Deutsche Bank, der Werkzeughersteller Bosch, der Chemieriese BASF. Es geht um viele tausend Arbeitsplätze. Jobabbau. Davor bleibt auch das Traditionsunternehmen Miele nicht verschont. Gegründet vor 125 Jahren stand der Haushaltsgerätehersteller stets für Qualität made in Germany. Jetzt verkündet Miele einen großen Stellenabbau. 2000 Jobs weltweit gestrichen. Auch der deutsche Standort ist betroffen. Für die Mitarbeiter ein Schock. Natürlich fließen da Tränen. Und wir haben eine Situation gehabt, wo die Beschäftigten vor uns gestanden haben und haben einfach geweint, weil natürlich, was erzähle ich gleich meiner Frau zum Beispiel, wenn ich nach Hause komme. Arbeitsplatzabbau, obwohl Miele in den Pandemiejahren die besten Ergebnisse der Firmengeschichte erzielte. Erst 2023 brach der Markt für Haushaltsgeräte weltweit ein.
Das Unternehmen kämpfe mit deutlich höheren Kosten für Material, Energie und Personal, erklärt Miele auf Nachfrage. Zitat: Der seit 2022 veränderten Marktlage folgend sind nun jedoch Anpassungen unausweichlich. Aus Kostengründen sei es unvermeidbar, Teile der Produktion aus Deutschland nach Polen zu verlagern. In Gütersloh hören Sie auch diese Nachricht aus den USA. Miele baut ein neues Werk, verkündet die lokale Nachrichtensprecherin im Dezember. Das Geld für diese Investitionen ist da. Die Investition wird durchgezogen. Die ist auch aus unserer Sicht richtig. Und das Geld dafür ist da. Also das spricht auf jeden Fall dafür. Wenn man die Summen hört, tut es natürlich weh, dass das Geld vorhanden ist. Also klar. Und macht natürlich auch Hoffnung für die Beschäftigten, dass da einiges rauszuholen ist. Also das weckt ja regelrecht den Kampfgeist. Das wird wenig nützen. Für Unternehmen sei es aktuell attraktiver, in den USA zu investieren, sagen Experten. In Deutschland ist es einfach so, dass wir relativ viel Industriebasis auch in einem energieintensiven Bereich haben. Und für die ist es dann einfach interessant, auch an andere Standorte zu schauen. Und einer davon ist eben die USA. Auch ZF Friedrichshafen investiert dort, baut für eine 500 Millionen seinen Standort aus. In Deutschland hingegen will der Autozulieferer Arbeitsplätze abbauen. Wir haben Folien des Arbeitgebers gesehen, auf dem konkret stand, es werden mindestens 12.000 Stellen bis ins Jahr 2030 gestrichen. Schwarz auf weiß. Aber es drohen keine Massenentlassungen, erklärt das Unternehmen auf unsere Nachfrage. Zitat: Selbst wenn wir 12.000 Stellen bis 2030 abbauen müssten, würde das ohne betriebsbedingte Kündigungen gelingen. Auch die Bundesregierung muss einräumen, der Standort Deutschland ist nicht mehr wettbewerbsfähig. Finanzminister Christian Lindner in London. Wir haben sehr hohe Steuersätze, aber eben auch im Bereich der Energiepreissteigerungen einen Arbeitsmarkt, der reformbedürftig ist, und hohe regulatorische Kosten, also Bürokratie. Das zusammengenommen lässt den Standort Deutschland weniger attraktiv sein als in der Vergangenheit. Wenig hilfreich ist dabei aber, wenn sich Finanzminister und Wirtschaftsminister nicht einig sind, wie auf die hohen Kosten in Deutschland zu reagieren ist. Das ständige Ringen um die richtigen Maßnahmen verunsichere die Wirtschaft, warnt die Ökonomin. Da geht es in Deutschland sehr spezifisch auch um die Energiepolitik, dass hier eben Entscheidungen getroffen werden, die immer wieder auch revidiert werden oder teilweise auch immer wieder zurückgenommen oder umgeworfen werden. Und das führt eben dazu, dass wir gefühlt eine relativ hohe Unsicherheit haben im Vergleich auch zu einigen anderen Ländern. Doch die Politik allein wird es nicht richten können. Transformation ist das Schlüsselwort. Unternehmen müssten sich neuen Technologien anpassen. Das sei bisher in Deutschland nicht ausreichend geschehen. Fakt ist, dass viele Industriekonzerne in den letzten 10, 15 Jahren die Transformation verschlafen haben, neue Technologien nicht angenommen haben und jetzt aufholen müssen. Deshalb werden wir uns in den kommenden 5 Jahren auch bei den Industriekonzernen auf einen Arbeitsplatzverlust einstellen müssen. Hauptsächlich, weil Unternehmen falsche Entscheidungen getroffen haben. Auch im ZF-Werk Brandenburg sorgen sie sich um ihre Zukunft. Obwohl ZF das Werk erst 1991 übernommen und damit seine Kapazitäten erweitert hat, droht jetzt der Stellenabbau. Früher produzierten 2 Arbeitnehmer ein Getriebe. Für die Komponenten eines E-Autos bedarf es nur noch einen, heißt es vom Unternehmen. Ray Kolewe ist Monteur, Sabrina Selle Prüferin. Mit der Transformation ist es halt schwer, wenn wir hier Getriebe bauen. Ein Elektroauto braucht keine Getriebe mehr. Also muss man vielleicht auch zusehen, dass man andere Produkte anbieten kann. Diese Gründe sind uns schon lange bekannt. Und man hätte auch viel früher handeln müssen. Ohne auf staatliche Unterstützung zu spekulieren, müssten die Unternehmen zukunftsfähig werden. Das müssen die Unternehmen selber tun. Und hier haben wir eine falsche Erwartungshaltung an die Politik. Alle zeigen mit dem Finger auf die Politik, sie möge gerne die Probleme lösen. Das kann sie nicht. Das ist die Verantwortung der Unternehmen und der Vorstände der Unternehmen. Die Politik alleine kann die Standortprobleme der Unternehmen jedenfalls nicht lösen.
Also sprechen wir über den Standort Deutschland mit Professorin Ulrike Malmendier. Sie ist Ökonomin und Professorin der renommierten Haas School of Business der University of California in Berkeley in den USA. Und sie ist Politikberaterin, also eine der sogenannten Wirtschaftsweisen im Sachverständigenrat. Ich grüße Sie herzlich. Hallo aus Berlin. Ja, wir haben es gehört im Beitrag. Politik alleine kann die Standortproblematik nicht lösen. Stimmt es, dass die deutsche Wirtschaft die Transformation verschlafen hat aus Ihrer Sicht? Nun ja, als erstes würde ich betonen, wie viele Schwierigkeiten die Wirtschaft von außen auf einmal geliefert bekommen hat. Das hat mit Corona angefangen. Dann gab es Lieferkettenstörungen nicht nur durch Corona, sondern auch durch den Ukraine-Krieg, den Spike in der Inflation. Da hat sich die deutsche Wirtschaft insgesamt als sehr resilient und anpassungsfähig erwiesen. Jedoch würde ich auch zustimmen, dass gewisse Verhaltensmuster, Entscheidungsmuster gibt, wo ich mir sicherlich gewünscht hätte, dass es früher Anpassungen gibt. Das Beispiel Digitalisierung, die haben wir schon im großen Stile verschlafen. Da hätte man mehr machen können, als in den Anpassungen der Produktion passiert ist. Da sind auch andere Teile der Unternehmen, die davon wirklich profitieren hätten können. Naja, und dann gibt es immer den Klassiker Automobilindustrie, wo ich ja immer noch beweine, dass wir uns die Elektroautos haben wegnehmen lassen und jetzt die deutsche und vielleicht auch europäische Automobilindustrie wirklich sehr hinterherhinken. Richtig, China überflutet den Markt. Schauen wir auf das, was die Politik denn tun kann, die Rahmenbedingungen geben. Sie leben und arbeiten ja in den USA und dort hat Präsident Biden den Inflation Reduction Act an den Start gebracht. Also ein Programm des Protektionismus für die heimische, für die US-Wirtschaft, auch mit Klimakomponenten durchaus drin. Da gibt es Anreize für die Unternehmen. Wenn Sie das sehen und mit Deutschland vergleichen, wie kann Deutschland bestehen als Standort in einer globalen Weltwirtschaft? Ja, also was die Amerikaner darauf antworten würden, wäre zunächst mal, wie? Ihr habt doch den European Green Deal, da sind die Fördermittel ungefähr die gleichen, wo sie auch Pi mal Daumen recht mit haben. Allerdings denke ich schon, dass wir uns was abschneiden können. Und zwar ist es immer noch so, dass dann, wenn Fördermittel bereitgestellt werden, die Amerikaner einfach besser darin sind, die auch in die Wirtschaft einfließen zu lassen. Also die Systematik der sogenannten Investment and Production Tax Credits, dieser Steuergutschriften, die funktioniert halt sehr gut, sehr schnell, ist gut kalkulierbar für die Unternehmer. Wenn ich da die EU-Förderanträge, die langwierigen Verfahren vergleiche, denke ich schon, dass es da noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt und die sollten wir wirklich möglichst schnell umsetzen. Okay, Förderanträge, da haben Sie schon ein weiteres großes Problem angesprochen, die Bürokratie. Sprechen wir gleich weiter zusammen drüber, schauen aber jetzt erstmal gemeinsam auf einen Bereich, wo es gut läuft. Es gibt sie nämlich tatsächlich, die Investitionen in Deutschland, tatsächlich auch von US-amerikanischen Unternehmen. Olaf Scholz wird in diesen Tagen selten gelobt. Microsoft-Vizechef Brad Smith aber ist begeistert. Der Konzern investiert 3,2 Milliarden Euro in Deutschland in KI, in künstliche Intelligenz. Die Begründung, man vertraue den Deutschen und ihrer Innovationsbereitschaft. Und es liegt auch an dem Vertrauen in diese Regierung, an unserem Vertrauen in die Führung von Kanzler Scholz, in die Arbeit dieser Regierung, die solche Investitionen anlockt. Künstliche Intelligenz, ein Zukunftsmarkt, der schnell wächst. Die Technische Uni Nürnberg zum Beispiel soll zur ersten Spezialuniversität für künstliche Intelligenz werden. Experten begrüßen die Microsoft-Ankündigung, KI könne den Menschen zum Beispiel lästige Arbeit abnehmen. Es ist eine Querschnittstechnologie KI. Alle Leute können effizienter arbeiten. Und wenn ich mir an die Dokumentationspflichten denke, die Ärzte haben, die Landwirte haben, die Anwälte haben, die ungefähr alle haben, dann ist das eine gute Nachricht für kreativere Arbeit und effizientere Wertschöpfung. Das ist gut. Dabei sieht es in den traditionellen deutschen Wirtschaftsbranchen gerade gar nicht gut aus. Die deutsche Industrie- und Handelskammer berichtet, dass sich die Stimmung weiter verschlechtert. Das Wachstum für Deutschland im vergangenen Jahr 1,3%, die Prognose für 2024 nur 0,2%. Der Finanzminister bei einem Aschermittwoch-Auftritt wenig amüsiert. Und damit werden wir wieder in der Schlussgruppe der entwickelten Wirtschaftsnationen sein. Ich weiß nicht, wie Ihnen und euch das geht. Ich finde das nachgerade peinlich. Die Aufgaben, die nun anstehen, der Wirtschaftsminister glaubt zu wissen, welche es sind.
möglichst viele Menschen in Arbeit bringen, also die Fachkräftelücke schließen. Es sind ja so viele Menschen in Arbeit wie nie zuvor. Trotzdem gibt es sehr viele offene Stellen und offene Stellen ist nicht gemachte Arbeit, also verhindertes Wachstum. Entbürokratisieren, sodass die Entscheidungen, die wir treffen, schneller umgesetzt werden. Wie passt das eigentlich zusammen? Die Wirtschaftskrise einerseits und Investitionen wie die von Microsoft andererseits. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm meint, manche Branchen in Deutschland seien nicht mehr wettbewerbsfähig. Investitionen wie die von Microsoft weisen ihrer Meinung nach den Weg. Ein guter Tag sei das gewesen, so Bundeskanzler Scholz. Er kündigte Gesetze an, um Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Ja, spannend zu sehen. Wenn man sich das anguckt, 3,2 Milliarden investiert Microsoft in Deutschland. 3 Milliarden, das ist in etwa der Umfang des gesamten Wachstumschancengesetzes. Sprechen wir weiter über Wachstumschancen mit Frau Professor Malmendier. Als Wirtschaftsweise ist sie beratend tätig für die Bundesregierung. Über Wachstum würde ich gerne mal sprechen und diesen Indikator, den wir da haben. Ist dieses uneingeschränkte generelle Wachstum als Indikator eigentlich noch zeitgemäß oder anders gefragt, müssen wir uns langfristig an weniger Wachstum gewöhnen? Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung sagt zum Beispiel ein Schrumpfen der deutschen Wirtschaft voraus. -11% prognostizieren die. Ja, da gibt es zwei wichtige Aspekte. Zum einen stimmt es in der Tat, dass wir Ökonomen eigentlich nie Wachstum der Wirtschaft per se ausgerufen haben als das Maß. Ja, wenn Sie Wirtschaftswissenschaften studieren, da geht es immer um die Maximierung eines Ws, das für Wohlstand oder Welfare steht. Und das ist wichtig. Das beinhaltet nicht nur den Profit, die Produktion, sondern es beinhaltet auch Gesundheitszustand. Wie geht es den Menschen, die in dieser Welt leben? Warum ist das nicht unser Maß? Da gibt es einen guten und einen schlechten Grund. Der gute Grund ist, wir brauchen nach wie vor das traditionelle generelle Wachstum, wenn wir denn die digitale Transformation, die grüne Transformation finanzieren wollen, wenn wir den Gesundheitszustand aller Menschen verbessern wollen. Das heißt, wir können nicht ganz darauf verzichten. Der schlechte Grund ist, es ist nach wie vor schwer zu messen. Das haben viele probiert, da bessere Maße aufzustellen. Und das ist uns immer noch nicht ganz gelungen. Müssen wir jetzt nun an niedrigeres Wachstum gewöhnen? Nicht unbedingt. Allerdings kann man schon sagen, dass wir, wenn wir auf dem derzeitigen Pfad mit der derzeitigen Zusammensetzung der Industrie weitermachen, dann bewegen wir uns auf einem historischen Tiefstand, was das Potenzialwachstum betrifft. Also, wir brauchen Offenheit gegenüber neuen Technologien, neuen Industrien und das heißt ganz wichtig auch neue Finanzierungsmöglichkeiten, Kapitalmarktorientierung. Daran hapert es in Deutschland. Sprechen wir über Digitalisierung, die neuen Industrien, die KI. Erwartet uns da aus Ihrer Sicht so etwas wie eine neue industrielle Revolution? Und was kann das dann eben bedeuten für bestimmte Arbeitsplätze und überhaupt die Art, wie wir in Zukunft arbeiten? Ja, ob es nun wirklich die industrielle Revolution wird oder nicht, das wage ich noch nicht ganz vorauszusagen. Aber mir würde ja schon reichen, wenn der Effekt etwa der Digitalisierung sein würde. Und da wäre es mir genauso wichtig wie bei der Digitalisierung, dass wir da den Anschluss nicht verpassen. Das liegt einerseits daran, dass man zu sehr an alten Schemata festhält. Es liegt manchmal auch daran, dass sich die Gewinne, die sich daraus erzielen lassen, oft nach so einem Hockeystick Schema nach so einer J-Kurve bewegen. Man sieht sie nicht am Anfang und dann kommen sie ganz schnell und dann hat man auch schon den Anschluss verpasst. Ich hoffe sehr, dass das nicht passieren wird und ich hoffe insbesondere auch nicht nur für Deutschland, sondern auch für die Welt, dass die deutsche Industrie da mitmischen wird. Wir sind nun mal bekannt dafür, dass unsere Ingenieure es schaffen, diese neuen Technologien human umzusetzen, Technologie mit einem menschlichen Antlitz sozusagen. Da wäre es wichtig, auch aus ethischen Privatdatengründen, wo wir ein besonderes Bewusstsein als Deutsche haben, dass wir da ganz vorne mitspielen und die Anknüpfungspunkte nicht verpassen. Machen wir an der Stelle nochmal einen ganz kurzen Punkt. Frau Professor Malmendier, sprechen gleich weiter und schauen mal auf ein Beispiel von künstlicher Intelligenz, was zusammenprallt mit deutscher Bürokratie. Eigentlich zwei Welten, die man sich schwer miteinander vorstellen kann. Dabei kann KI, künstliche Intelligenz, gerade in der Verwaltung viele Prozesse vereinfachen. Ein Anwendungsbeispiel aus Baden-Württemberg. Zusammenfassen, was auf diesen 100 Seiten steht. Eine Aufgabe, die Stunden dauert. Doch dank KI-Assistent F13 brauchen Sie in Stuttgarts Landesverwaltung dafür nur noch wenige Sekunden. Unterstützt mich dabei, in komplexen Themen schnellen Einstieg zu erhalten, einen schnellen Überblick und somit Zeit auch zu sparen.
Das Besondere, Nutzer können jederzeit nachvollziehen, woher das Programm seine Informationen nimmt. Hinterlegt sind nur ausgewählte Quellen der Verwaltung. Dahinter steckt die deutsche KI-Schmiede Aleph Alpha. Unsere Mission ist, wie können wir die komplexesten und kritischen Wertschöpfungsprozesse der Welt unterstützen? Also im Gesundheitswesen, klar, Verwaltung haben wir gesehen, aber auch für große Finanzinstitute. Doch in Deutschland ist man KI gegenüber oft skeptisch. Und so wirbt Baden-Württembergs Ministerpräsident selbst für mehr Mut. Die öffentliche Verwaltung, aber auch renommierte Unternehmen müssen sich einfach stärker öffnen, auch für Start-ups, damit die auch schneller hochkommen. Aleph Alpha haben die Aufträge des Landes geholfen. Das Unternehmen bekam von deutschen Investoren zuletzt eine 500 Millionen US-Dollar. Viel für Deutschland, im weltweiten Vergleich wenig. Wir haben auch die Situation, dass die Wettbewerber im internationalen Vergleich deutlich mehr Kapital zur Verfügung gestellt bekommen haben. 10 Milliarden allein OpenAI. Doch es sei noch nicht zu spät. Das Potenzial für KI made in Germany sei da. Jetzt komme es darauf an, Berührungsängste abzubauen, damit die Technologie in Deutschlands Büros Alltag werden kann. Okay, also das war mal ein Blick dahin, wie das Ganze laufen könnte, wie es laufen müsste, wenn ich Professor Malmendier, richtig verstanden habe. Der Blick in die Zukunft, aber ich würde gerne mit Ihnen jetzt noch einmal bleiben im Hier und Jetzt und über den Status Quo sprechen, nämlich auf das schauen, was die KI in dem Beitrag vereinfacht hat, aber viele Unternehmen in der Realität ja doch deutlich plagt. Das ist nämlich die deutsche Bürokratie. Das ist ein Problem, was lange bekannt ist, und wenn man den Versprechungen der Politik glauben mag, auch erkannt ist. Also da könnte man doch schnell ran. Warum passiert da einfach nichts? In der Tat ist das genau der Aspekt, den KI, also diese Large Language Models, im Augenblick sehr gut liefern können. Sie vervollständigen ja im Wesentlichen Sätze. Das heißt, sie für Dokumente zu verwenden in den Behörden, aber dann durchaus auch in anderen Bereichen wie im Justizbereich oder privaten Anwaltskanzleien. Das Gesundheitswesen ist ein sehr gutes Beispiel. Das bietet sich sehr an. Ich befürchte, dass diese Resistenz, die wir in Deutschland sowohl auf der politischen Seite als auch in der Wirtschaftsseite gegenüber diesen Umstellungen von ganzen Prozessen sehen, dass sie da genauso wiederzufinden ist, wie sie es vor 10 Jahren bei der Digitalisierung war. Nun ist die Lage aber heute eine andere. Die Lage ist in der Tat eine, wo das Nummer eins Hemmnis für Wachstum der Arbeitskräftemangel ist, das fehlende Arbeitsvolumen, dass nicht genügend Stunden in Deutschland gearbeitet werden. Das heißt, wir befinden uns in einer Situation, wo wir gar nicht anders können, als jede Möglichkeit, die Arbeit effizienter zu gestalten, zu nutzen. Insofern hoffe ich, dass diesmal die Anpassung dann doch schneller verlaufen wird, sowohl den Unternehmen als auch den Behörden helfen wird und einen Beitrag dazu leisten kann, dass unser Wachstum wieder gesteigert wird. Also die Hoffnung darauf, dass dann tatsächlich der Druck wirkt. Man sagt auch immer, letzte Frage, Wirtschaft ist auch Psychologie. Wie viel Aufbruch spüren Sie aktuell? Naja, ich finde das immer ganz spannend zu beobachten, dass aus meiner Wahlheimat Kalifornien und aus den USA insgesamt, würde ich sogar sagen, auf Deutschland so viel positiver geschaut wird, dass solche Beispiele wie in den Beiträgen hervorgehoben, Investitionen von Microsoft, aber auch Intel etc. Gesehen werden, dass die deutsche Ingenieurskunst, das deutsche Humankapital, die Fähigkeiten, diese Plätze zu füllen in neuen Industrien, fast ein bisschen neidisch über den Atlantik hinüber angeschaut wird. Ich hoffe, wir würden uns dessen mehr bewusst werden. Allerdings müssen wir natürlich diesen tollen, erfindungsreichen Menschen, unternehmerischen Menschen dann auch die Möglichkeit geben, ihre Unternehmen wachsen zu lassen. Das wurde eben auch angesprochen, nicht nur Finanzierung von kleinen Startups, sondern gerade in der Growth-Phase, so etwas wie Aleph Alpha braucht dann halt größere Finanzierungssummen. Dass wir das nicht zur Verfügung stellen, das wird vielleicht mit ein bisschen Kopfschütteln aus dem Ausland gesehen. In der Tat hoffe ich, dass uns klar wird, dass wir jetzt einfach bereit sein müssen für diese neuen Wege. Da geht die Schuldenbremse doch noch mal in die nächste Runde. Vielen Dank, Ulrike Malmendier, für die Expertise an diesem Tag. Danke Ihnen. Sehr gerne. Ja, und ich sage auch danke an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse, wo auch immer Sie uns gesehen haben, an den analogen Endgeräten oder in diesem Internet. Bleiben Sie bei Phoenix, bleiben Sie gut informiert. Tschüss.